Er sei ein Perfektionist, hat Diego Benaglio einmal verraten. Einer, der sich auch bei Siegen der eigenen Mannschaft noch fürchterlich über ein Gegentor ärgern kann. Der sich selbst und andere zu Höchstleistungen treibt und dabei trotzdem diese Seelenruhe ausstrahlt. Vor 4 Jahren durfte der Schweizer schon einmal zu einer WM-Endrunde reisen. Damals noch als dritter Mann, zum Zuschauen verdammt. 4 Jahre später ist er die unumstrittene Nummer 1 im Team von Ottmar Hitzfeld. Ganze 8 Treffer kassierte die Schweiz in ihren 10 Spielen auf dem Weg zur erneuten WM-Qualifikation. Die konstant starken Leistungen eines Diego Benaglio waren dabei ganz sicher ein wichtiger Faktor für den Gruppensieg. 26 Jahre ist er nun alt, der Schlussmann der Eidgenossen. Und spätestens 2009 durch den sensationellen Gewinn der deutschen Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg zu einem Star seiner Zunft geworden. In der Schweiz haben sie den gebürtigen Züricher danach zum Fußballer des Jahres gekürt. In Südafrika soll Diego Benaglio nun den Kasten der Schweiz sauber halten. Er, der an einem guten Tag der Perfektion zumindest schon recht nahe kommen kann.